Ich dachte, du wolltest mal mit zwei Stürmern und einem Zehner zocken. Halt in der 4-1-2-1 mit einem Sechser. Ja, genau. Also das hatte ich mir gedacht. Dass man halt, ich zeige jetzt nur, wie ich es in-game spielen würde. Naja, perfekt. Super. Aber kennt ihr das, wenn ihr gefühlt eine Taktik einfach überspielt habt? Und das ist bei mir so gefühlt bei allen Taktiken gerade der Fall. Und deshalb gehe ich so ein bisschen auf Verzweiflung zurück zur engen Raute. Das ist halt die Frage, wie man es linkt. Da muss man halt irgendwie mit den Belgiern machen. Ist wahrscheinlich sogar im 4-2-2-2 vielleicht noch einfacher. Ja, oder du gehst halt mit einer... Ja. Ja, oder du machst es mit De Bruyne vielleicht. Also ich würde es halt in-game so zocken. Ich meine, gut, Nainggolan bräuchte halt irgendwie noch einen Link. Ja, so ist eigentlich am einfachsten, Chat. Dann kann ich links und rechts noch zwei Dreiecke bauen. Also so ist ja wirklich entspannt. Boah, Chat. Wisst ihr, wo ich mich sehe? Als Schalke-Fan. Also einige meinten ja, dass heute wahrscheinlich Piss-Check End of an Era kommt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Aber for real? Also eine Ecke mit Zagadou, Bellingham und Piss-Check würde ich fühlen. Weil Zagadou kriegt ja heute noch sein Upgrade auf 92, weil die ja gegen Leverkusen gewonnen haben. Bellingham fand ich sowieso ultra heftig. Das wäre schon geil, wenn Piss-Check kommen würde. Also das wäre schon nice. Würde ich hier auch eine Dortmund-Ecke bauen. Mit Bellingham, Zagadou, Piss-Check. Rein theoretisch könnte man das theoretisch auch so machen. Wenn Piss-Check nicht kommt, weil ich finde die Ecke halt ehrlich ganz geil, könntest du ja auch mit Cole gehen. Mit der Moments-Karte zur Not. So verkehrt sieht er nämlich auch nicht aus. Ist jetzt nicht ultra krass, aber... Könnte man auch so machen. Dann ist Bellingham auch voll. Oder gibt es noch irgendeinen englischen Außenverteidiger aus der Bundesliga? Nee, ne? Fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Oder ich stehe komplett auf dem Schlauch. Brauchst aber noch einen Flügel? Ne, ich spiele ohne Flügel. Ich will in-game enge Raute spielen. Mit, das wäre dann Nainggolan und Bellingham auf der 8. Und Lukaku, Ronaldo im Sturm und Mertens auf der 10. Das ist so aktuell der Plan. Was man natürlich auch machen könnte, was mir gerade eingefallen ist, das wäre sogar ganz cool. Ich weiß nicht, wann der das Upgrade bekommt, ne? Aber man könnte auch eine Manchester United-Ecke machen. Dann gehst du mit 1Bissaka. Der Fred-Showdown-Karte. Wenn ManU heute Abend die Euroleague gewinnt, wäre es natürlich, dann hätte der auch eine geile Karte. Nochmal alles um 2 hoch. Und dann in der IV mit, ja gut, was habe ich da für Möglichkeiten? Da müsste ich dann wahrscheinlich mit Bailly for Birthday gehen. Bruno und Ruben Dias. Boah, Chat, das ist eigentlich auch geil. Ohne Spaß, das ist eigentlich auch geil. Weil ich würde tatsächlich, glaube ich, wenn Bellingham auch eher als Sechser spielen. Weil ich den halt auf, also weil ich den defensiv am stärksten eigentlich fand. Ey, das sieht auch richtig sick aus. Ohne Spaß. Und dann ins Tor eine Icon. Das können wir mal so festhalten. Ich finde, das sieht richtig böse aus. Dann auf der 8, Nainggolan und Bruno. Bellingham auf der 6. Alter, das sieht richtig geil aus. Und da einfach ins Tor eine Icon packen. Vor allem total symmetrisch gelingt. Stimmt, Digga. Es ist, wenn du eine Icon oder Areola ins Tor stellst, ist es wirklich komplett symmetrisch gelingt. Ja, gefällt mir auch. Das halten wir auf jeden Fall mal so fest. Aber erstmal gucken, was um 19 Uhr passiert. Ey, schade, dass Dings nicht gekommen ist. Schade, dass Piss-Check Flashback nicht gekommen ist. Der hätte hier geil reingepasst. Also dann hätte ich die Seiten getauscht. Aber wie machen wir es denn jetzt, Chat? Wir müssen uns mal überlegen, was wir für Ecken hier bauen. Also, Zagadou kriegt doch... Vielleicht muss man Ultimate Team neu starten. Dann hat er vielleicht sein Upgrade, Zagadou. Ja, oder Walker und KDB hier, ne? Das wäre auch eine Idee. Können wir auch machen. Aber andererseits, offensiv brauche ich eigentlich nichts. Weil ich will ja enge Raute spielen mit CR7, Lukaku, Sturm, Mertens 10. Offensiv brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Ja, ey, oder so. Ey, viel noch besser. Ja, Chat, das ist ja Pfeifert. Das fühle ich auch.
Dann ist der Bruno hier zu. Finde ich auch geil. Dann können wir uns links noch irgendwas anderes theoretisch überlegen. Finde ich persönlich auch nice so. Weil ich habe auf Bruno mehr Bock als auf De Bruyne. Bruno finde ich besser. Dann aber nicht mehr symmetrisch. Ja gut, sieht ja trotzdem noch geil gelinkt aus. Feiere ich immer noch. Also ich behalte immer die linke Ecke im Kopf. Was könnte man denn noch machen? Man müsste ja irgendwie vom Linksverteidiger ausgehen, was man halt halbwegs linken kann. Ja, ist halt die Frage, ne? Jordi Alba, De Jong und Piqué habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Also ich finde eigentlich die Zagadou Bellingham Cole Ecke ganz geil, sage ich euch ehrlich. Ich finde die Ecke eigentlich wirklich cool. Weil Zagadou habe ich auch mal Bock drauf. Weil der kriegt ja nochmal plus 2, ey. Mit 87 Pace dann. Die Frage ist, wen packen wir ins Tor? Also wir könnten mit, Areola gehen. Oder, mit einer Icon. Ja, oder Chat, wir probieren mal was Neues. Wir sagen, hey, Ruben Dias haben wir schon sehr häufig gespielt. Boah, das ist auch ganz böse. Soll ich mal dieses Wochenende asozial sein? Soll ich mal dieses Wochenende wirklich böse sein? Wir können es auch so machen. Wir können mal wirklich auf ekelhaften Schwitzerkurs gehen. Sollen wir mal eklig sein eine Woche? Sollen wir mal richtig räudig sein? Das bist nicht du. Ich spiel so. Nein, das triggert. Nein. Einige schreiben aber auch ja rein. Wir machen Voting. Es wird wieder wahrscheinlich so ein 50-50 Ding. Wir machen Voting. Was ist denn ein Zwischenresultat? Ich würde sagen, wir machen wieder so bei 2000 Votes zu. Oh! Guck mal, der Chat. Ich kann wenigstens sagen, ich bin nicht schuld. Ich hätte auch mit Ruben Dias gespielt. Ihr wollt, dass ich eine ehrenlose Weekend League mache. Die Schuld ist quasi, sie liegt nicht bei mir. Ich habe extra noch ehrenlos dahinter geschrieben. Mit Wan-Bissaka in der Innenverteidigung. Also mit ehrenlosen Außenverteidigern in der IV. Wenn ich damit nicht Elite hole, schwöre ich, ich werde in FIFA 21 niemals wieder, nie mehr einen Außenverteidiger in der IV spielen. Wenn ich Elite nicht hole, werde ich nie wieder einen Außenverteidiger in der Innenverteidigung spielen in FIFA 21. Da habt ihr mein Wort, Freunde. Entweder ehrenlos in Elite gehen und wenn es nicht funktioniert, dann einfach sagen, hey, weißt du was, scheiß drauf. Funktioniert nicht. Also, wir könnten im Tor spielen. Yashin habe ich schon gezockt. Yashin fand ich ultra krass. Also Yashin Moments fand ich richtig krass. Schmeichel Moments fand ich richtig krass. Tschech Moments habe ich noch gar nicht gespielt. Könnten wir uns holen. Oder Areola. Ja, da machen wir eine Abstimmung. Aber ich stelle nur Tschech. Ich stelle Tschech, Areola. Ja, Tschech und Areola. Weil Yashin und Schmeichel, die habe ich schon gezockt. Und 10er, wenn ich Bürki oder Hit spiele, Alter. Bin ich bescheuert oder was? Ich spiele hier schon jedes Wochenende als Schalke-Fan irgendwelche Dortmund-Karten in Ultimate Team und feiere die komplett ab. Wahrscheinlich tue ich euch jetzt noch den Gefallen hier, Bürki oder Hit zu spielen. 10er. Okay, wir haben knapp 2000 Votes. Tschech führt halt mit 82%. Hat ein Tschech von euch schon mal einer gezockt? Ich glaube, ich habe einmal ganz am Anfang von FIFA den gespielt. Du hast gesagt, der ist Schmutz. Habe ich damals gesagt, der ist Kacke? Oh je. Yeah. Ja, probieren wir aus.